Hallo, herzlich willkommen. Wir sind Gindex und heute stellen wir euch den Only Gin vor. Das ist ein Premium Gin aus Spanien, ganz genauer gesagt aus Barcelona. Die Flasche kostet 38 Euro. Das entspricht dann 55 Euro ungefähr den Liter. Es enthält, wie es auch auf der Flasche gesagt wird, 11 Botanicals. Unter anderem ganz, ganz viele Blumen, ziemlich interessante auch dabei, Veilchen, Hibiskus, Melisse, Jasmin, Stiefmütterchen und was ich ganz toll finde, ist der Männertreu, aber auch Orangenblüten sind mit drin und es ist ein wirklich sehr toller Gin. Und hier dieses Etikett, was ihr hier seht, das goldene. Das ist die Auszeichnung, die es mal gewonnen hat 2012 in San Francisco, und zwar World Spirits Competition. Doppelt Gold mit maximaler Punktzahl. Wow, ein toller Gin, zumindest auch optisch. Ich meine, der hat jetzt eine ganz andere Flaschenform, eine sehr weich abgerundete, glatte Form. Der Druck ist auch jetzt kaum erhaben. Sehr minimalistisch, schwarze Streifen, schwarzes O. Der Streifen geht fast rundherum. Premium Gin, Only Gin, das ist ein Verlauf von Rot nach so Gelb-Orange. Allerdings, es müsste eigentlich ein klares Getränk sein. Also ich glaube, das Glas, das gefärbt ist, der Gin selbst dürfte klar sein, dann schauen wir uns den mal an. Unbedingt. Schnuppern mal dran. Ah ja, genau. Hat auch keinen Korken, sondern einen Schraubverschluss. So. Ein Schlückchen. Ja, dann riechen wir mal dran. Also ist auf jeden Fall klar, wie man das erwartet hier. Er zieht schöne Schlieren im Glas. Und er riecht wie ein ganz, ganz typischer Gin. Ganz stark. Der Wacholder. Wir haben immer noch keine Nosing-Gläser. Das stimmt. Wir haben immer noch diese ollen Schnapsgläser. Aber, ja. Aber wir haben sie fast bestellt. Fast bestellt. Ja, also es riecht jetzt nicht blumig oder so, wie man es vielleicht jetzt erwarten würde. Aber vielleicht noch ein bisschen schon. Also, naja. Ja. Riecht mild, sehr mild. Und er schmeckt auch mild. Er schmeckt kaum Alkohol raus. Ich habe mich verschluckt, sorry. Er schmeckt, orangig, würde ich fast sagen. Der schmeckt fruchtig. Schmeckt mir gut. Ja, mir auch. Ist wirklich ein Gin zum Purtrinken. Ja, den kann man. Also, ich denke sogar. Ja, ich würde sagen, wenn Leute jetzt nicht gerne Gin trinken oder nicht keine Erfahrung haben damit, dann ist das jetzt einer, den man als Erst-Gin pur auch probieren könnte. Vielleicht sogar noch eher als sowas Gängiges wie Bombay Sapphire. Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, der ist mild. Das. Und kann auf den Geschmack bringen. Der ist sehr, diese fruchtige Komponente, die kommt so schön durch. Das ist sehr lecker. Das ist okay. Da ist ein bisschen Aprikose noch dabei, Orange. Also man merkt schon vielleicht so den Mittelmeerraum. Man kann sich das so einbilden, rauszuschmecken. Ja, wenn man sich einbildet, man schmeckt sehr viel Sonne. Ja, das stimmt. Deine Gindex-Score aus 10? Der hat doch eine 8 verdient, denke ich. Genau der gleichen. Derselben Meinung bin ich auch. 8. 8 aus 10. Mhm. Auf der Gindex-Score. Ja, auf jeden Fall. Ja. Als Empfehlung, falls ein Gin Tonic gibt es im Internet, wird der Fever Tree empfohlen. Haben wir jetzt noch nicht probiert. Ich würde ihn pur trinken. Lohnt sich pur zu trinken. Ist okay. Ist allerdings halt nicht unbedingt billig. Vielleicht gibt es ihn nochmal im Angebot. Wo auch immer. Ja. Schmeckt. Auf jeden Fall. Haltet die Augen danach offen. Genau, und wenn ihr noch mehr Lust habt auf mehr Gin oder Gin-Sachen,
dann geniert euch nicht und abonniert uns einfach. Vielen Dank und tschüss.